One of the major challenges we have is there is an increasing, if not hostility to science, an indifference to science. That's certainly a major part of the vote in the United States for the Trump administration. That is very regrettable because obviously the direction, the advice, the information about the likely future of climate change is coming from the scientific community. Ich bin besorgt, dass wir eine zunehmende Spaltung haben zwischen dem, was man weiß, und dem, was man macht. Zwischen dem, was wir machen können, weil wir es wollen, oder inwiefern wir schon so sind, dass man uns wollen lässt, was andere gemacht haben. Inwiefern kann man überhaupt die Rahmenbedingungen schaffen, dass Wissenschaft wirklich gemeinwohlorientiert ist und nicht irgendwelchen Interessen hinterherläuft? Und welche Verantwortung Wissenschaft eigentlich hat für die Transformation, aber auch für die Gesellschaft? Wie werden eigentlich aus solchen technischen Innovationen wirklich gesellschaftliche Innovationen? Wie gehen wir es an, dies zu verbinden mit sozial-geisteswissenschaftlichen Aspekten? Denn sonst werden wir in der Zukunft viele Veränderungsprozesse nicht mehr machen können. Ja, mit Commons meinen wir ja Güter, die von allen gemeinsam genutzt werden, aber auch von allen gemeinsam irgendwie bereitgestellt und gepflegt werden müssen. Die Frage ist, wo könnten wir solche Prinzipien sonst noch einsetzen? Und könnte die Wissenschaft vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Katalysator dafür sein, Commons durch ganz unterschiedliche Akteure gemeinsam bereitzustellen? Zur Wissenschaft gehört nicht nur ein Faktenwissen, sondern es gehört auch eine Reflexion über die Kontexte von Wissenschaft dazu. Und Wissenschaft muss sich auch selber darüber im Klaren sein, dass sie Teil eines gesellschaftlichen Transformationsprozesses ist. Also deswegen glaube ich, wir können die Probleme weder kompartimentalisieren, in Disziplinen, Schubladen stecken, noch können wir die gesellschaftlichen Kontexte einfach weglassen. Deswegen brauchen wir diesen Zusammenhang von Systemwissen über die systemischen Zusammenhänge, die sozusagen nicht unbedingt in den Blick der Disziplinen fallen. Wir brauchen das Transformationswissen, weil es gesellschaftliche Veränderungen gibt. Und wir brauchen ein Orientierungswissen, das uns überhaupt sozusagen eine globale Perspektive, aber auch eine Sinnstiftung ermöglicht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir die Wissenschaft schon ein bisschen anders organisieren. Sie ist sozusagen ein Rennen wie der Sport nach höher, weiter, schneller. Und wir müssen sie nicht verlangsamen, das können wir uns gar nicht leisten, aber wir müssen sie diskursiver und reflektiver gestalten.